Willkommen zusammen zu diesem kleinen Informationsvideo. Wir haben die allerersten Videos und, nein, Quatsch, wir haben gar nicht die allerersten Videos, wir haben die allerersten Screenshots und Fotos von Dampflokomotiven im TSW 2, wurden beim Festival of Rail von Dovetail Games vorgestellt. Das Ganze ist noch ganz stark Work in Progress und wir gucken uns mal die erste Lok an. Aber bevor wir das machen, noch ein paar Informationen. Die Route, die da mitgeliefert wird, wird Crewe Liverpool sein, im Nordwesten Englands. Die Route selbst ist gesettet im Jahre 1958. Das heißt also, das ist eine historisch möglichst akkurate Route. Und nicht eine, sondern gleich zwei Dampflokomotiven werden da mitgeliefert. Und nicht nur das, sondern da kommt noch einiges mehr. Und das ist der absolute Wahnsinn, jetzt schon, was wir darüber wissen. Und das Ganze ist noch stark Work in Progress. Ein Veröffentlichungsdatum gibt es nicht. Voraussichtlich wird es aber noch vermutlich ein paar Monate dauern. Ich persönlich würde vielleicht sagen, ja, vielleicht im April, vielleicht im Mai. Könnte ich mir ganz gut vorstellen. Aber das ist jetzt nur rein spekulativ von mir wiederum. Ja, was wir vor uns haben, diese Schönheit ist die LMS Jubilee Class. Eine Dampflok, die im Personenverkehr benutzt wurde, im Personenzugdienst. Das Ganze ist noch, wie gesagt, stark Work in Progress. Also wenn wir uns hier mal die Zahlen angucken, das passt jetzt natürlich nicht zusammen. Aber das wird alles noch im Laufe der Zeit verändert und verbessert. Auf jeden Fall sehen wir schon, hier ist verdammt viel Detailarbeit mit drin. Ganz, ganz stark. Die Lok sieht jetzt schon wirklich absolut Weltklasse aus. Und da freue ich mich schon sehr, mit der rumzucruisen, wie man im Dampflok-Fachjargon sagt. Wir haben noch keinerlei Animationen von Dampf, ne? Das wissen wir noch nicht, wie das aussieht. Aber das kommt dann noch im Laufe der nächsten Wochen und Monate wird das sicherlich noch in irgendeiner Form vorgestellt. Ja, also eine absolute Schönheit meiner Meinung nach. Gucken wir uns aber den Führerstand an. Der ist nämlich mindestens genauso schön. Guckt euch mal nämlich das hier an. Das ist nämlich der absolute Wahnsinn. Das Ganze ist ein bisschen schlechter aufgelöst, weil das nur ein Screenshot von dem Video ist. Ich gehe mal davon aus, dass DTG da noch die Bilder selbst in besserer Auflösung veröffentlichen wird. Aber für den Moment ist das in Ordnung hier. Auf jeden Fall sehen wir wirklich ganz stark detailverliebt alles, sehr detailgetreu. Ich kann natürlich nicht bewerten, wie akkurat das ist, aber ich gehe davon aus, dass es sehr akkurat sein wird. Ich kenne mich nicht so gut in Dampfloks aus, noch. Aber dieser Hebel ist auf jeden Fall dazu da, um die Leistung zu regulieren. Wir haben hier ich glaube, bei diesen durchsichtigen Anzeigern kann man, glaube ich, den Wasserstand abmessen im Boiler. So, und das sind natürlich auch die ganzen anderen Geräte hier, wo ich nicht mal so tun, nicht Ansatz, nicht mal im Ansatz so tun werde, als würde ich verstehen, was überhaupt hier von sich geht. Und hier unten, wie heißt das denn? Der Heizbereich, der Ofen. Der Ofen. Ja, da tut man halt die Kohle rein. Das ist auch tatsächlich möglich. Wird auch animiert sein. Und was auf jeden Fall erzählt wurde, ist, dass man sich selbst aussuchen kann, ob man die Dampflok nur fahren möchte als Lokführer und ein automatischer Heizer das Ganze mit dem Heizen übernimmt oder ob man tatsächlich sogar selbst das Heizen übernimmt. Das kann man sich selbst aussuchen, je nachdem, wie man es eben machen möchte. Das ist auf jeden Fall schon echt nice gemacht, so, beziehungsweise das klingt auf jeden Fall schon mal nach einem echt coolen Plan. So, dann springen wir mal weiter. Wir haben nämlich hier vorne noch ein ganz anderes Schmuckstück, nämlich diese wunderschöne Schönheit, eine 8F. Guckt sie euch an. Der Wahnsinn, oder? Also, wenn man sich schon die ganzen Details hier anguckt, das ist doch. Da fehlen einem die Worte, oder? Das ist wunderschön. Kann man nicht anders sagen. Der Name 8F übrigens steht dafür. Es gibt Klassifikationsbezeichnungen im englischen Raum von, ich glaube, 1 bis 10 oder 1 bis 9. Und je höher die Zahl, umso mehr
Tupf steckt dahinter. Heißt also, mit deiner Zahl 8 sind wir schon bei einer wirklich sehr, sehr, sehr leistungsstarken Dampflok. Vielleicht sogar einer der stärksten, leistungsstärksten Dampfloks, die es im englischen Raum überhaupt gab und gibt. Und das F steht für Freight, also Güterverkehr. Ne? Das ist eine Lok, die im Güterzugdienst eingesetzt wird, während hier die andere Lok, das ist eine 6P, 6, ne, von der Stärke her, könnt ihr ja selbst einschätzen, was das dann jetzt bedeutet, und P steht halt für Passenger, also im Personenverkehr wird die eingesetzt, während diese Lok hier im Güterzugdienst eingesetzt wird. Ja, das ist aber noch nicht alles, denn da kommt noch einiges an Wagen mit dazu. Für den Personenzug kommen Mark 1 Coaches mit dazu. Davon haben wir noch keine Screenshots, aber die kann man sich, da kann man ja relativ schnell googeln, wie die aussehen. Und wir haben ja, glaube ich, Mark 3 Waggons schon im Spiel. Ich kenne mich mit mit den englischen Personenwagen und so nicht so ganz aus. Nicht alles meins. Aber auf jeden Fall wissen wir, dass DTG das auf jeden Fall ziemlich gut hinbekommt, und das mit den Mark 1 Personenwagen, da bin ich mir ganz sicher, die werden auch sehr, sehr schön aussehen. So, und mit dieser Dampflok kommen im Frachtverkehr, im Güterverkehr noch einige Güterwagen mit dazu, unter anderem dieser Mineral, bla bla bla, sonst was Transporter, 16 Tonnen. Also richtig schön alt, richtig schön verwittert. Wir befinden uns im Jahre 1959, also im Grunde genommen gegen Ende der Dampflokzeiten in Großbritannien, was also bedeutet, dass auch hier die ganzen Güterwagen schon die ein oder anderen Kilometer hinter sich haben. Deshalb sehen die auch alle so ziemlich verranzt aus. Das ist ziemlich, ziemlich cool gemacht. Wir gehen mal weiter. Da haben wir diese 12 Tonnen, was auch immer das für Wagen sind, Conflat. Ich bin mir nicht ganz sicher, was darin transportiert wurde in so Conflat-Wagen. Aber ja, gut. Sieht auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool aus. Auch wieder sehr detailgetreu, sehr detailverliebt. Was haben wir denn hier vorne? Was steht denn hier so? Das kann ich nicht entziffern. 1800 Kilogramm. Guck mal, da ist sogar das Ganze sind Kilogramm angegeben. Wahnsinn. Ich wusste gar nicht, dass die Briten das können. Load 4 Tons, also 4 Tonnen Ladegewicht. Tare, weiß ich nicht. Capacity 322 irgendetwas. Ja, und das Ganze im Besitz der British Railways ist natürlich klar. Was haben wir hier? Conflat, Replace Chain, Pocket Lids, whatever, whatever, whatever. Und das war's aber noch nicht. Da gibt es nämlich noch mehr. Nämlich diese, ja, offenen Güterwagen. Sind das offene Güterwagen? Sowas in die Richtung, ne? 12 Tonnen. Wie die heißen, weiß ich jetzt nicht. Aber ja, sieht auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool aus. Und das scheint auch tatsächlich LMS zu gehören. Also der. Wie heißt das noch gleich? London Midland and Scottish Railways, glaube ich, ne? LMS heißt, glaube ich, irgendwie sowas. Und dazu dann auch noch ein Bremserwagen, 20 Tonnen. Sieht auch sehr, sehr cool aus. Ich weiß gar nicht, ob es sowas im deutschsprachigen Raum überhaupt so wirklich gab mit diesen Bremserwagen. Und was auch ganz nice ist, was ich jetzt gerade sehe, hier gibt es so eine Art Ausguckfenster. Und wenn wir jetzt mal uns den Innenraum davon angucken, dann kann man sich tatsächlich hier wohl hinsetzen und hier dann so gemütlich aus dem Fenster rausschauen. Und hier, das ist die Handbremse. Und ich glaube, hier ist irgendeine Vorrichtung, die sich praktisch hier hinter jetzt gerade noch versteckt, die auch animiert ist und ziemlich cool aussieht. Hier haben wir noch so einen schönen, ist das so ein Jackenhänger? Bestimmt, oder? Hier auch noch schön gepolstert mit einem Kissen dahingelegt. Auch nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, das war es auch schon an Informationen. Viel mehr haben wir nicht. Ich zeige nochmal ganz kurz hier die einzelnen Screenshots. Der Stream von DTG selbst ist verlinkt in der Videobeschreibung. Da könnt ihr das Ganze auch selbst angucken, wenn ihr wollt, mit den ganzen Informationen zum Thema, wie die Route gebaut wird, wie man da entsprechend das Referenzmaterial findet, was auch eine Heidenarbeit ist und gar nicht mal so leicht und ziemlich schnell, glaube ich, unterschätzt wird.
Und vor allen Dingen könnt ihr mir sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, freut ihr euch darauf? Wie seht ihr das? Werdet ihr euch diese Strecke holen? Ich überlege mir auf jeden Fall, diese Strecke zu holen, auch wenn England nicht so ganz meins ist, aber dann doch mal irgendwie eine Dampflok zu fahren, wäre jetzt, glaube ich, schon ziemlich, ziemlich cool. Ich bin auf jeden Fall ziemlich begeistert von den Bildern. Ach so, und noch ein kleines Schmankerl, wenn ihr in den Stream reinguckt, da gibt es die eine Stelle, wo auch tatsächlich Audioaufnahmen von einer der Dampfloks, ich weiß nicht, das müsste diese Dampflok hier sein, die Jubilee Class. Da könnt ihr euch tatsächlich Audioaufnahmen von der anhören. So klingt die noch nicht in-game, sondern das sind im Grunde genommen die Rohdateien. Und die werden dann in irgendeiner Form in-game verpackt. Ja, wenn es mehr Informationen gibt, dann versuche ich euch da in irgendeiner Form up-to-date zu halten. Von daher hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare mit rein. Und dann verabschiede ich mich von euch. Macht es gut, tschüss und auf Wiedersehen.